Ich kann dir sagen, warum diese Umma solche Taten begeht, warum diese Umma die Grenzen überschreitet, warum diese Umma, a'udhu billah, sich an die Gebote und die Verbote nicht mehr hält. Der erste Grund, achi, ist, dass diese Umma ihren Schöpfer gar nicht mehr kennt, dass diese Umma keine Furcht mehr und keine Angst mehr hat vor Allah subhanahu wa ta'ala, den Erhabenen. Und der Grund, du fragst dich bestimmt, warum hat diese Umma keine Angst mehr vor Allah? Ich kann dir, achi, sagen, warum diese Umma keine Angst mehr hat vor Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die haben das Bewusstsein verloren über Allah jalla wa ala. Die haben gar keine Erkenntnisse über Allah. Denn derjenige, der Allah am meisten fürchtet, ist derjenige, der am meisten Wissende über Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er ist der Beste bei Allah und ist der meist Wissende über Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Beweis dafür, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagt es zu den Sahaba radiyallahu anhum: Ich fürchte Allah am meisten unter euch und ich hüte mich am meisten vor Allah subhanahu wa ta'ala von euch. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und in dieser Nachtreise sah der Prophet Muhammad alaihi salatu wa sallam Jibril alaihi salam im Niederwerfen. Er hat gesagt alaihi salatu wa sallam, Jibril lag auf dem Boden wie ein Tuch. Und da hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, da habe ich erkannt, wie groß die Erkenntnis von Jibril alaihi salam über Allah jalla wa ala. Die Umma kennt ihren Schöpfer gar nicht mehr. Denn achte auf diese Aussage, auf diesen Hadith von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und achte, denn die Engel, die gehören zu den meistwissenden über Allah jalla wa ala. Ein Hadith des Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt sinngemäß: Es gibt Engel, die Allah erschaffen hat. Die befinden sich im Niederwerfen, seitdem Allah sie erschaffen hat, bis zum jüngsten Tag. Und es gibt andere Engel, die sich im Vorbeugen befinden, bis zum jüngsten Tag. Und andere weinen bis zum jüngsten Tag. Und es gibt Engel, deren Schulter und Brust zittert vor Angst und aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Und diese Engel, achi, wenn einer von ihnen weint, werden sein Tropfe fallen und sie fällt auf den nächsten Engel, der sich im nächsten Himmel befindet, im Niederwerfen. Und diese Engel, es gibt sogar Engel, die befinden sich, die lobpreisen Allah. Sie lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala wie Bienen, bis zum jüngsten Tag, achi. Und dann, wenn sie Allah sehen am jüngsten Tag, wenn Allah erscheint, subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala, diese Engel werden sagen, Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik, Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Die werden sagen, oh unser Herr, wir haben dich nie richtig angebetet, ja Allah. Wir haben dir nie dein Recht gegeben, ja Allah. So erhaben ist Allah subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala. Aber diese Umma hat diese Erhabenheit aus ihrem Herzen verloren. Das ist der erste Grund, warum diese Umma leider diese Sünden begeht. Warum diese Umma, wal'iyadu billah, solche Ungehorsamkeiten begehen. Denn die fürchten nicht mehr Allah. Sie wissen nicht mehr, wer Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Der zweite Grund, warum diese Umma solche Sünden begeht, warum sie sich wagen, sowas zu tun, Taten, die ein Grund sein werden, a'udhu billah, dass sie in Höllenfeuer fallen, in Jahannam fallen. Die Lage ist der Umma so grausam, dass viele von denen, wenn du über das Höllenfeuer redest, machen sie Witze über das Höllenfeuer, wal'iyadu billah. Und dies beweist die Unwissenheit dieser Umma über die Grausamkeit des Höllenfeuers, yawm al-qiyamah. Ein Feuer, a'udhu billah, wenn ein Tropfen, ein einziger Tropfen, wal'iyadu billah, von Jahannam auf diese Erde fallen würde, auf unsere Erde, diese Erde wird nicht mehr in ihr wachsen bis yawm al-qiyamah. Und unser Leben ist verdorben für die Ewigkeit. Das ist der zweite Grund, achi, warum diese Umma solche Taten begeht. Der dritte Grund, die Umma hat kein Wissen mehr und hat kein Bewusstsein mehr über das Paradies. Sie wissen nicht mehr, was ihnen entgehen wird an Genuss, Wonne, ewiges Wohlbefinden, ewige Jugend, ewige Schönheit bei Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies. Das ist der Grund, achi, die Umma hat den Verlust nicht mehr erkannt. Sie wissen nicht mehr, was wir an Verlust erleiden werden, yawm al-qiyamah, wenn sie nicht ins Paradies reingehen werden. Allah, möge Allah Ta'ala uns alle Recht leiten. Erzähl bitte weiter, die Worte beleben mein Herz und stärken mich. Zwei Sahabi, die geweint haben aus Angst und Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Die haben Tränen vergossen, liebe Geschwister. Tränen, die Spuren hinterlassen haben. Spuren auf ihren Herzen, auf ihren Wangen. Die sahen aus, diese Spuren, wie alte Schnursenkel. Frag dich mal, wann hast du das letzte Mal geweint? Wann habt ihr das letzte Mal geweint, ja Ummat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam?
Ich kann euch sagen, bestimmt ihr habt häufig geweint. Als eure Freundin Schluss gemacht hat, oder als dein Freund Schluss gemacht hat, oder als du Serien geguckt hast, wo der Hauptdarsteller gestorben ist, oder weil du eine Sängerin gehört hast, oder ein Sänger gehört hast, der ein Liebeslied gesungen hat, da hast du bestimmt geweint. Aber wann hast du das letzte Mal geweint? Weil du gar nicht weißt, zu welcher Sorte du Yawm al-Qiyamah gehören wirst, zu den Bewohnern des Paradieses oder die Bewohner des Höllenfeuers, wal'iyadu billah, achi. Sahaba haben häufig geweint und wenig gelacht. Trotzdem warnte sie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vor der Unachtsamkeit. Er hat sie immer wieder ermahnt, alaihi salatu wassalam, weil er die Sahabe liebt. Und aus diesem Grund ermahnen wir euch, Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ihr zurückkehrt zu Allah jalla wa ala. Dass ihr zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich warne euch mit den Worten von Ibn Abbas radiyallahu anhuma, der sagte: Lass ruhig die Wahrheitsbestreiter und die ungehorsamen Diener Allahs lachen. Lass im diesseitigen Leben häufig lachen. Aber glaub mir, sagte Ibn Abbas radiyallahu anhuma, an jenem Tag, wenn sie das diesseitige Leben verlassen werden, wenn sie das diesseits verlassen, das heißt, wenn sie sterben, an dem Moment fangen sie an zu weinen für die Ewigkeit. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, sagte in Tafsir Ibn Kathir, die Wahrheitsbestreiter und die ungehorsamen Yawm al-Qiyamah werden Tränen vergießen, bis sie keine mehr haben, bis sie dann anfangen Blut zu weinen, bis sie kein Blut mehr haben, sagt dann, bis ihre Augen vereiten, sagt Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lieber weinst du heute als Yawm al-Qiyamah, denn diese Tränen heute, die du vergießt, aus Angst vor Allah jalla wa ala, aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, werden ein Grund sein für deine Rettung Yawm al-Qiyamah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und seine frohe Botschaft verkündet, alaihi salatu wassalam, indem er sagte, zwei Augen wird das Höllenfeuer sie nie berühren. Nie berühren, achi, das heißt, du wirst nie das Höllenfeuer betreten. Du hast eine Garantie, dass du nie, bi'idhnillahi jalla wa ala, ins Höllenfeuer reingehen wirst. Der Gesandte Allah sallam sagte, ein Auge, die geweint hat, aus Furcht vor Allah jalla wa ala, aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, und ein Auge, die Wache gehalten hat in der Sache Allah jalla wa ala, das heißt, fi sabilillah, die Muslimin bewacht hat, die Umma bewacht hat, bi'idhnillahi jalla wa ala, vergieße heute die Tränen. Deswegen ermahnt Rasulullah sallam Sahaba, und die Worte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind nicht nur für die Sahaba, sondern es für die ganze Umma bis Yawm al-Qiyamah. Denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht zu euch genau wie die Sahaba radiyallahu anhum. Muhammad, der für euch geweint hat, der Blut vergossen hat, sallallahu alaihi wasallam, der Blut vergossen hat und Tränen vergossen hat, wie Aisha radiyallahu anha sagt, es sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam weinen. Er hat so viel geweint, alaihi salatu wasallam, bis sein Bart benässt wurde. Er hat so viel geweint, sallallahu alaihi wasallam, bis sein Gewand nass wurde. Er hat so viel geweint, bis seine Tränen auf den Boden gefallen haben. Und er ruft, ja Rabbi, Ummati. Er ruft und bittet Allah um die Rettung für diese Umma, damit Allah subhanahu wa ta'ala diese Umma rettet Yawm al-Qiyamah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Sahaba, wenn ihr gesehen habt, was ich gesehen habe, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann werdet ihr häufig weinen und wenig lachen, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, dies ist eine Ermahnung für die Umma. Für die Umma, für die Menschen, die lebendige Herzen haben. Für die Umma, die, wenn Allah zu ihnen spricht, wenn Allah sie subhanahu wa ta'ala zu etwas ruft, sie antworten auf diesen Ruf. Wie Ibn al-Jawzi rahimahullah sagte, leistet Allah Folge, wenn Allah euch subhanahu wa ta'ala zu etwas ruft, dann wird Allah jalla wa ala auf eure Anrufe antworten, subhanahu wa ta'ala, wenn ihr ihn anruft, subhanahu. Leistet Allah Folge, liebe Geschwister im Islam, wenn ihr heute euch vorbereitet für das Leben nach dem Tod, dann werdet ihr zu den Erfolgreichen gehören, bi'idhnillahi jalla wa ala.